Was mich auch ein bisschen überrascht hat, beziehungsweise was ich selbst auch lernen musste, ist, ich war früher immer der Meinung, entweder man hat als Kind schon Heuschnupfen oder entwickelt eben diese Allergien oder eben auch nicht. Aber offensichtlich ist das komplett altersunabhängig. Ich kann zu jedem Zeitpunkt in meinem Leben so eine Allergie entwickeln. Die Antwort darauf ist, es kommt darauf an. Okay. Also man sieht schon in bestimmten Lebenssituationen eine Häufung von Allergien. Also bei Kindern zum Beispiel sehen wir häufiger allergische Reaktionen auf Lebensmittel, speziell Ei- und Milchprodukte. Das nimmt dann nachher mit zunehmendem Lebensalter wieder ab. Der Heuschnupfen, das kann tatsächlich in jedem Lebensalter auftreten, vorwiegend so im Teenageralter, und dann gibt es nochmal eine Häufung so ab 40. Lebensjahr. Aber ich kann auch mit 60 noch einen Heuschnupfen entwickeln, also das ist nichts Unmögliches.